Die Biofräse, auch Schälfräse genannt, ist eine Alternative zum Glyphosateinsatz. Der Wirkstoff Glyphosat ist zwar weiterhin fester Bestandteil beim pfluglosen Anbauverfahren. Trotzdem wird aufgrund aufkommender Diskussionen nach anderen Varianten gesucht. Erste Erfahrungen haben gezeigt, dass bei korrekter Ausführung von Fräsen vergleichbare Resultate zu einem Totalherbizid möglich sind. Jedoch ist das mechanische Verfahren anspruchsvoller in der Handhabung. Die Schälfräse von Falk wurde speziell für die oberflächliche Bearbeitung des Wurzelhorizonts optimiert. Die Messer sind so gestaltet, dass der Wurzelhorizont in nur einem Durchgang und mit möglichst geringem Energiebedarf abgefräst wird. Die Winkelmesser sind nach dem Hobelmesserprinzip angeordnet, sodass die vordere Kante der Schneidklinge deutlich tiefer liegt als die hintere. Da nur eine Kante des Messers mit dem Boden in Kontakt kommt, wird im Gegensatz zur herkömmlichen Bodenfräse verhindert, dass eine Schmierschicht entsteht. Dank der scharfen Abwinkelung der Messer und einer Überlappung zwischen den Messerreihen wird der Boden ganzflächig bearbeitet. Lohnunternehmer Oskar Schenk aus Schwarzenburg hat sich für eine Maschine mit 3 Metern Arbeitsbreite entschieden. Falk bietet die Bodenfräse auch in Arbeitsbreiten bis 6 Metern an. Bei diesem anspruchsvollen Einsatz soll vor der Maissaat die üppige Biomasse einer Buntbrache zum Austrocknen und Verrotten gebracht werden. Auch für den Grünlandumbruch, zur Bekämpfung von Ausfallgetreide, zur Grünlanderneuerung oder für die Einarbeitung von Gründüngungen ist das Verfahren geeignet. Wichtig ist, dass nach der Bearbeitung mehrere Tage kein Regen fällt und möglichst gutes Wetter herrscht, damit die abgelösten Pflanzenteile nicht wieder anwachsen. Dazu wird mit der Maschine möglichst oberflächlich gearbeitet. Je geringer der Erdanteil, desto schneller trocknen die Pflanzenteile ab. Das gefräste Material sollte völlig locker liegen bleiben und nicht wieder angedrückt werden. Deshalb sind die Räder für die Tiefenführung vor der Fräse angeordnet. Ein Schlüsselfaktor ist die Tiefenführung der Maschine. Gibt es wie bei diesem Einsatz viele Unebenheiten, muss eher tiefer gearbeitet werden, da sonst die Pflanzen nur ungenügend geschädigt werden und wieder austreiben können. Um die Tiefenführung in diesem Fall zu verbessern, wird mit zusätzlichen Tasträdern hinter der Fräse gearbeitet. Bei einfacheren Bedingungen wird nur mit den vorderen Tasträdern gearbeitet, weshalb eine besonders große Bereifung und ein verlängerter Anbaubock gewählt wurde. Die Tasträder sind zusätzlich mit einer hydraulischen Verstellung ausgerüstet. Das Ergebnis der Arbeit wird durch das Verhältnis der Rotordrehzahl zur Fahrgeschwindigkeit beeinflusst. Ideal ist, wenn der Boden in Form von regelmäßigen Hobelspänen abgetragen und locker wieder abgelegt wird. Wird zu schnell gefahren, werden zu große Stücke und ganze Wurzelstöcke herausgerissen statt abgehobelt, die dann wieder anwachsen können. Fährt man zu langsam, wird die Krümelstruktur des Bodens zu stark beschädigt und der Boden droht zu verschlemmen. Die Intensität der Zerkleinerung und die Materialablage können mit einer hydraulischen Stauklappe beeinflusst werden. Je nach Anwendung, Art der Biomasse und den äußeren Bedingungen wird nach dem Austrocknen der Frässchicht zur Beschleunigung des Verrottungsprozesses oder zur zusätzlichen Planierung vor der Aussaat ein weiterer Bearbeitungsschritt durchgeführt, beispielsweise mit einem Flachgrupper oder einem